Malte, wir haben uns doch noch gar nicht unterhalten. So, wir sind jetzt gerade hier bei Rateboxes, ein Premium-Hoster für WordPress. Und eure Zielgruppe sind vor allen Dingen Agenturen. Und wir sind ja eine Agentur, da draußen gucken sich hoffentlich jetzt gerade viele Agenturen dieses Video an. Was habt ihr für ein Feature, das es für Agenturen so besonders macht, bei euch zu sein? Ja, also wir begreifen uns ja selber als Software-as-Service-Unternehmen. Das heißt also klar, wir machen WordPress-Hosting, wir machen auch nur ausschließlich WordPress-Hosting, primär im B2B-Bereich, also Agenturen, Webdesigner, Freelancer, aber eben auch Online-Marketer oder Marketerinnen. Und also was uns vor allem immer ausmacht, ist, dass wir immer versuchen, mit unserer Software dir als Business-Partner mehr Freiraum zu verschaffen, sprich also dich wieder mehr auf dein Kernarbeitsziel zu konzentrieren. Das kann mit Hilfe unseres einfachen Dashboards sein, das kann mit Hilfe der Performance sein, das kann mit Hilfe unserer Management-Lösung sein, also dass die Verwaltung komplett automatisch passiert. Das kann mit der Einfachheit von SSL-Installationen zu tun Das geht bei haben. euch mit einem Klick Mit nur, einem ne? Klick zum Beispiel, dass du halt nicht mehr 20 Minuten lang die Zertifikate einrichten musst. Das hat aber natürlich auch mit dem Service und dem Support zu tun, dass du kurze Antwortzeiten binnen 10 Minuten hast, dass du wirklich Experten im Support hast, wirklich Leute auch die Ahnung haben, um dich bei deinem Problem zu unterstützen. Ja, und in der Regel sind wir zumindest laut 250 Tests, die wir auch gemacht haben, Vorher-Nachher-Vergleiche halt bis zu 80% schneller. Von der die Serverreaktionszeiten, Genau, wie richtig. die Also Seite dann der 95% der Page-Load. Seiten waren zumindest dann vor einem halben Jahr, als wir die Tests gemacht haben, halt bis zu 80% schneller. Was ich aber besonders geil finde, ist, dass ihr ein Programm habt, davon profitieren wir auch als Agentur so stark und auch unsere Kunden gleichzeitig. Und dadurch können wir sagen, hey, ihr bezahlt jetzt erstmal, während wir das entwickeln, gar nichts. Weil viele Agenturen stellen dann ja schon mal eine Rechnung, sage ich mal, über 200, 300 Euro für das Hosting während der Entwicklung, ne? Oder müssen es selber tragen. Oder müssen es vielleicht Ja. sogar selber Also tragen. wir hatten auch eine Agentur und während der Entwicklungszeit haben wir die Kosten gehabt und die Kunden haben dann das Endprodukt bezahlt. Aber in der Zeit, wo wir entwickelt haben, man kann natürlich auch local entwickeln, aber da muss man es immer hochladen, Server immer anmachen, Server wieder ausmachen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ein Programm, das FreeDev-Programm, so nennt sich das auch, speziell eben halt für Freelancer und für Agenturen, dass du bei uns mehrere Boxen, also eine Box ist immer eine Webseite und dass du dann eben halt die zum Beispiel am Anfang drei Boxen, also drei Webseiten à 90 Tage komplett kostenlos bekommst und dann erstmal entwickelst. Und zwar für 0 Euro, bis du sie dann eben halt an deinen Kunden oder deine Kundin weitergibst und dann die zum Beispiel entweder A, das Hosting übernehmen, das heißt also sogenannter Besitzerwechsel, dass du gar keine Du Kosten kannst einfach hast. diese Box sozusagen nehmen. Die Box ist einfach, Genau, per deswegen ist auch E-Mail-Adresse so einfach an geil. deinen Kunden. Und dann dauert das echt 2, 3 Minuten und dann ist die Box eigentlich für den Kunden freigeschaltet und die Agentur kann dann optional auch noch in diese Box Genau, reingucken. als Nur Admin. der Besitzer hat gewechselt. Ja, Das genau. ist mega. Ja. Oder aber, dass ihr sie dann aktiviert und die Kosten übernimmt, wenn ihr halt die Kosten oder das Hosting selber machen wollt. Ja. Also ist ja üblich, dass man dann oben noch was draufschlägt und zum Beispiel, also, na, was heißt. Und unser Anwalt, sage ich mal, würde uns auf die Finger hauen, weil da brauchst du dann schon so, das ist ja ein gewisses Service-Level-Agreement, das man da bringt. Und wenn man da keine richtigen Verträge hat und so, da sollte man dann schon eine Agentur sein, die auch wirklich die Verträge für sowas, sage ich mal, hat. Ja klar, also ich meine damit einfach nur, wenn sich darauf geeinigt wurde, dass die Verwaltung stattfinden soll von Seiten der Agentur und das Hosting auch, dass eben halt dann natürlich die Seite nicht an Besitzer übergeben werden muss, sondern dass sie dann auch bei euch bleibt. Ziel ist es einfach mit diesen Programmen, egal Agenturen und Freelancer, halt erstmal auch wieder mehr Freiraum zu verschaffen, auch in finanzieller Hinsicht, dass dieses Geld eben halt nicht in Projekte landet, die noch nicht umgesetzt worden sind. Ja, ihr sagt ja immer, das ist immer, aber so finde ich subjektive Wahrnehmung, das ist 15 Euro zum Beispiel für euer Standardpaket, sondern das Ist ist mehr unser so nicht Bestseller managed. tatsächlich. Dass ihr selber sagt von euch, ihr seid teuer. Ich finde das gar nicht so. Das ist nur im Vergleich zu anderen Hostern vielleicht teuer. Aber ich finde, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich sage immer, 15 Euro, das sind 3 Kaffee bei Starbucks, ne? Und das hat eine 10-Klässlerin in 48 Stunden weggenascht, so, ne? Also das kann nicht teuer sein für B2B, ne? Also. Nee, man muss auch tatsächlich differenzieren und das hast du jetzt gerade noch nicht getan, aber man muss differenzieren zwischen B2B und B2C. Also sprich Businesskunden bei uns, so wie ihr zum Beispiel, die wissen eben halt auch beim Preis, dass wenn die Qualität stimmt und der Service stimmt, das zu schätzen und beschweren sich auch nicht. Das, Das heißt also, ich sag mal, ab 15 Euro bis hoch zu den WooCommerce-Tarifen oder den großen Tarifen 300 Euro, da haben wir überhaupt
überhaupt so gut wie überhaupt gar keine Rückmeldung, dass es irgendwie zu teuer wäre. Ja, ja. Ja, das sei dir eher fast zu billig, weil wenn ich mir das. Naja, gut, es gibt andere Wettbewerber natürlich also am Markt, dann mit Dollarpreisen und so vor allem. Mit Dollarpreisen, ja. Aber wenn du in Deutschland einen eigenen Server, eine eigene CPU, die nur für deine Website da ist, da bezahlst du dann mal schnell 99 Euro, wenn ich mir da so Konkurrenzpakete angucke. Ja. Und da hast du dann wirklich nur den Vorteil der eigenen CPU. Da ist es dann sozusagen Dedicated Hosting. Und bei euch ist es ja immer schon bei 15 Euro Dedicated Hosting. Ja, beziehungsweise ist es sogar eben halt schon in dem Bereich Managed Hosting, dass du diese Verwaltung und dieses Security, automatische Security Updates und so weiter eben halt auch schon für die 15 Euro hast. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass eben halt vor allem Privatpersonen dann mal sagen, hey, was seid ihr denn so teuer? Aber ich sag da eben halt auch, die sind herzlich willkommen. Ja. Wir sind aber eben halt primär nicht für Privatpersonen, sondern eben halt für Business-Kunden, die ganz genau wissen, dass sie auch über ihre Webseite dann entsprechend ihr Geld verdienen. Also was, wir sagen immer so schön das Beispiel, du gibst tausende Euros für einen guten Shop aus, für Optimierung, Heatmaps, Analyse, Optimierung und dann sparst du ausgerechnet beim Hosting. Und sagst zum Beispiel irgendwie, dann bezahle ich statt 15 Euro oder statt 30 oder statt 100 Euro von mir aus auf einmal dann irgendwie nur 10 Euro, obwohl es das Wichtigste ist, dass die Leute eine schnelle Seite haben. Zeit, ja. Also was nützt dir eine optimierte, geile Webseite, wenn die Geschwindigkeit nicht passt? Mhm. So. Und warum seid ihr da so viel schneller als die Konkurrenz eigentlich? Ja, wir haben einfach den krassen Fokus auf nur WordPress. Das heißt also, während viele andere Hoster dann eben halt auch alle Plattformen anbieten, wie Typo3, Joomla, Drupal, machen wir halt wirklich nur WordPress. Und alle bei uns sind halt Experten im WordPress-Bereich, also die Techies, die hier arbeiten vor allem und die Entwickler. Und unsere gesamte Infrastruktur ist einfach auf WordPress ausgelegt. Also wir haben keinen einzigen Handgriff gemacht oder so, wo die Infrastruktur nicht für WordPress optimiert ist oder auch weiter optimiert wird. Ja, ja. Das heißt also, da kommt einfach was zusammen, was bei anderen gar nicht bewerkstelligt werden kann, in meinen Augen zumindest, weil die Kapazitäten schon alleine aufgeteilt werden müssen zwischen den verschiedenen Systemen. Ja. Und das haben wir nicht. Und deswegen sind wir auch in 3 Jahren dann eben mal zur Nummer 1 in Österreich, Deutschland und der Schweiz geworden. B2B-Hosting für WordPress-Hosting zumindest. Ja, bei uns zum Beispiel, wir sind ja auch eine Agentur, die primär WordPress, also wir machen natürlich Marketing, aber da gehören natürlich Websites auch dazu. Ne? Bei uns, da steht ja ganz oben als Hotline, Telefonnummer, bei uns im Konferenzraum steht Raidboxes. Ja. Und was natürlich alle bei uns immer so feiern, ist irgendwie, dass bei 1&1 oder bei Strato und so, da rufst du an und die helfen einem natürlich auch, aber die sind dann nicht so bei WordPress, dass sie sagen, ah ja, den WordPress-Fehler, den haben wir schon gesehen. Ah ja, das Plugin, das hat gerade so eine kleine Sicherheitslücke. Da seid ihr ganz anders. Da ruft man halt auch mal an und sagt, ey, gibt's da gerade vielleicht bei dem und dem Plugin? Und das wisst ihr dann halt sofort. Und da sind natürlich dann Stunden an Zeit für uns. Genau, das ist wieder dieser Freiraum, gespart, der einfach dann gespart ist. Also da kann ich sagen, 180 Tage oder 90 Tage sagst du kostenlos hosten. Da kann man mit euch ja dann auch mal reden, wenn die Box ein bisschen länger entwickelt wird. Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist keine harte Grenze und die Box wird gelöscht oder so, sondern ich kriegst halt so vorher schon eine Warnung. Und ja, also du kannst auf jeden Fall, wenn du jetzt mal ein paar Tage drüber bist oder so, und wenn du, vor allem wenn du, wir haben ja auch Key-Accounts, so wie euch, wo wir wirklich schon seit 2-3 Jahren zusammenarbeiten, wo immer mehr Webseiten erstellt werden, wo einfach das auch schon wirklich eine schöne Partnerschaft geworden ist, ja. Dann in der Win-Win-Situation zu sagen, wir machen auch eine Box, geben euch noch Boxen mehr oder wir verlängern die Tage oder so, das ist halt alles möglich. Wir sagen nur am Anfang, wenn wir uns halt noch nicht so gut kennen, dass da eben halt auch kein Schabernack dann stattfinden soll, weil das haben wir auch natürlich auch schon erlebt, ne, dass dann irgendwie einfach immer wieder verlängert worden ist und die Kosten somit dann nie bezahlt worden sind. Die fallen ja schon an, nur auf unserer Seite, was wir dann gerne übernehmen, dass wir erstmal sagen, 90 Tage, 3 Boxen. Ja, und wenn es umso mehr es wird, umso mehr kann man auch darüber sprechen, dass man anderes macht. Aber meistens spart man, glaube ich, wenn man einen guten Support hat und dann auch mal eine Sache schnell lösen kann. Ja, uns ist eben halt vor allem wichtig, dass die Reputation stimmt, dass die Qualität stimmt. Wir gehen halt ganz klar nicht auf Masse, sondern wir gehen halt ganz klar auf Klasse. Und das soll man im Service, das soll man im Produkt merken. Und deswegen sagen wir auch Antwortzeit binnen 10 Minuten. Zumindest für die allererste Rückmeldung, damit man eben mal auch weiß, okay, da kümmert sich jetzt jemand um die Fälle, die man oder die Probleme, die man möglicherweise hat. Und wir machen auch irgendwie keinen harten Cut und sagen, das ist jetzt ein krasses Hosting oder ein krasses Plugin-Problem, sondern wenn wir merken, dass es kein Hosting-Problem ist, sondern ein spezifisches Webseiten- oder Plugin-Problem, dann versuchen wir zumindest eben halt insofern eine Lösung mit an die Hand zu geben, damit man dann das Problem auf Webseitenbasis selbstständig lösen kann. Also das ist etwas, was ich so in anderen Firmen noch nicht so wirklich gesehen habe, dass ich wenn denke, es halt nur so ein USB. Serverproblem hast, dann kein Serverproblem hast, das halt auch einfach krass gesagt wird, so, das ist kein Serverproblem.
Ciao, ciao. Und ja, ja. Das ist nicht unsere Auffassung von, ja. Von Unterstützung. Das ist euer heftigstes USP, das ihr so habt, denke ich, im deutschen Hosting-Markt, würde ich sagen. Also das ist wirklich, das unterscheidet euch von allen. Das ja. ist auch das Einzige, wo ich sage, okay, andere können ja auch sagen, wir wollen auf Qualität gehen, wir gehen darauf. Klar, das sagt erstmal so jeder, ne? Aber ich finde, es ist wirklich genau das, ja. dass ihr sagt, WordPress-Hosting und wir geben auch mal einen Tipp, wenn da irgendwie mal WPML rumspinnt. Also wir waren gestern mit denen unterwegs, auch mit einigen Entwicklern von denen. Und genau. Ich kann wirklich nur sagen, dass es halt so ist, da wird ja nicht nur geredet, Qualität und so, die kennen sich halt wirklich damit aus, wenn hier irgendwie über Nacht ein paar hundert Visual Composer Aktualisierungen laufen, welche Plugins da cool sind, welche mal Probleme machen und wo ja, ihr habt gestern mit Jakob gesprochen, ne? Wir haben gestern da mit Jakob ja, gesprochen und ja. das ist halt einfach echt beeindruckend. Das hörst du wahrscheinlich nicht, wenn du bei einem anderen Hoster bist, ja. der sich auch um Drupal, Joomla, Shopware und was ist. Aber Jakob ist auch ziemlich cool, weil Jakob hat als, bei uns als Werkstudent angefangen. Vor ja. 2 Jahren und ist jetzt bei uns festes Teammitglied und ist eben halt auch schon weit ja. über Junior hinaus inzwischen und ja, ist echt krass, was man sich so gegenseitig einfach, was man sich so gegenseitig schafft und was man da aufbaut und ja. Ich meine, wir wollen ja auch wachsen, also ja. weiter wachsen, aber eben vernünftig und jetzt nicht irgendwie durch die Decke gehen und nachher geht die Qualität oder so flöten. Ja, das ist eigentlich eure größte Herausforderung, dass man sagt, so, okay, auf jeden die Qualität, Fall, klar. auch mit der Transformation in Richtung ja. ein bisschen größer. Ja, ich habe es zum Beispiel bei vielen bleiben. Wettbewerbern festgestellt, ne? ohne jetzt irgendwie Bashing betreiben zu wollen oder so, haben wir halt viele Kunden, die auch bei anderen Wettbewerbern sind, ich sag mal zum Beispiel WP Engine oder auch SiteGround, die halt so schnell und so krass gewachsen sind. Ich meine, WP Engine hat 250 Millionen Dollar eingesammelt. Bei SiteGround war ich übrigens ja. auch schon mal vor Ort in ja. Bulgarien. Und da merkst du, dass die Qualität jetzt mega leidet, zumindest nach Aussagen der Kunden, die von denen zu uns kommen, weil die so krass gewachsen sind, dass sie mit ihrem Support und ihrem Service-Level, was sie vorher hatten, der Qualität gar nicht hinterherkommen. Ja, weil ist klar, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, jetzt haben sie Flywheel noch akquiriert, ja. ist auch noch ein Hoster gewesen. Krass. Also die kaufen, sorgen aber anscheinend auf der anderen Seite eben halt... werden sie schon versuchen. Sie oder werden versuchen, sie versuchen, ne? ja, auf jeden aber Fall. Ist ich halt will schwierig. Sie, es genau, ist ich will es auch gar nicht schlecht sprechen, aber wir haben nun mal eben halt einfach Leute, die von SiteGround oder WP Engine kommen. Ne? Wirklich, das ist dann natürlich auch eine Herausforderung. Und das ist auch eine Herausforderung für uns. Vor 5 klar. Jahren war ich bei SiteGround im SiteGround Tower und die, da waren die auch schon relativ, also da waren die schon groß. Also die letzten SiteGround Jahre war überall. Ja. Das ist heftig, ja. genau. Die sind auf jeder Konferenz unterwegs und dadurch kam das auch, glaube ich, damals, dass wir eine gewisse Nähe aufbauen wollten. Aber die Nähe hat sich nicht so, die ist nicht so da geblieben, sage ich mal. Als wir da waren wir eine Affiliate-Nummer, sage ich mal, eine von vielen. Ja, aber wenn ihr euch wirklich für Agentur-Hosting gebt denen wenigstens so eine Chance, sage ich mal, ihr müsst ja nicht sofort alle eure Websites da hinziehen, aber fahrt mal so eine Box einfach hoch. Also meldet euch an, das ist wirklich nur eine E-Mail-Adresse und Name und dann habt ihr das, so eine Box. Hochfahren und einfach mal für einen Kunden, sage ich mal, eine Testentwicklung da. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir halt ja auch die 4 bis 14 Tage kostenlosen Testzeitraum haben. Das heißt also, es unterscheidet uns auch nochmal, dass es keine Money-Back-Garantie gibt oder so, dass du einfach wirklich mal testen kannst. Und wenn euch das Produkt nicht gefällt, dann schreibt uns bitte, warum es so gewesen ist und damit wir es besser machen können. Und auf der anderen Seite löscht sich dann eben halt einfach die Webseite, wenn ihr sie nicht aktiviert und das war's. Tausende von E-Mails kriegt man von denen auch nicht, nur weil man sich da einmal kurz so angemeldet hat. Ja, du kriegst also natürlich eine kleine Einführung wegen das Dashboard und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da wirklich jeden Tag Rambadamba, okay, also wie das kennt man ja also auch, ist jetzt nicht so, dass ihr... Aber wir haben ein Newsletter natürlich, ja. wir haben ja ein WordPress-Magazin, Out of the Box, da kann man sich auch für die Newsletter eintragen, aber da kriegt man dann eben halt wirklich auch nur... Aber wenn man sich löscht, dann ist man auch gelöscht. Das ist nicht überall so. Das ist tatsächlich so, ja. Torben, Mensch, alles klar, Malte. Cool hier zu sein. Danke, Mann. Meldet euch bei Raidboxes mal an. Probiert's aus. Danke Ciao. Euch.